Auf geht's in den Geheimraum. Nein, in den Nicht-Geheimraum. Genau. Die Ebene ist noch riesig, also. Ich glaube, jetzt kommt sowieso Mom und dann auch noch Isaac, weil ich will mit dem großen Cube of Meat, Meat Boy, gleich zu Isaac gehen und nicht in den. Zum Teufel. Hoffe ich, dass das passiert. Wäre sehr, sehr schön, wenn wir zu Isaac kommen. Dann hätten wir Isaac auch mal besiegt. Mann, und das schon im 10. Run. Krass. Gib mir Herzen. Ach, Geizholz. Keine Schlüssel. Und jetzt gibt er mir einen Schlüssel. Wetten? Nein, auch nicht. Was gibst du mir noch? Ach, I hate you. Und wieder? Hä? Ah, nein. Two of Hearts. Gibt mir doppelt so viele Herzen, wie ich überhaupt habe. Toll. Hätte ich noch mehr ein paar Mal gegen die Maschine laufen können. Aber das kann ich doch nicht riechen. Mann, komm, gib wenigstens ein einziges Herz. Geizhals. Ach, aber Bomben gibt er mir jetzt. Die ich nicht brauche. Und Schlüssel brauche ich auch nicht, du. Oh, Mann. Ich gehe sowieso dann das Risiko ein und will nur bis 3 Herzen gehen. Und schon wieder ein paar Münzen für dich. Gib Herzen. Herzen. Ja, bitte. Ja, endlich. Meine Gebete wurden erhört. Oh, und nochmal, bitte. Komm, komm, komm. Ach, Arsch. Nein, keine Münzen, außer ist es vielleicht, wie heißt nochmal? Ja, die weiße Münze halt. Die, ich weiß es nicht. Oh, genau, gib mir das. Was ich nicht mehr brauchen kann. Toll, jetzt habe ich statt einen schöne Schnecke und einen schönen Stein, habe ich jetzt nur noch Scheiß auf dem Kopf. Und spreng diesen Felsen. Mit der Hoffnung, dass da was da war, aber nein. Danke für das Seelenherz, wirklich. Ich brauche alles. Think for yourself. Nö. Nochmal. Alter. Was will mir dieser Automat damit sagen? Ich kann selbst für mich denken. Wheel of Fortune. Toll, jetzt wo ich wirklich keinerlei Münzen mehr habe, gibst du mir jetzt die Wheel of Fortune. Okay, komm. Komm, gib du mir wenigstens ein paar Herzen. Keine verdammten Schlüssel. Ah, deim, genau. Hihi. Komm, Herzen auch, bitte. Ja. Jetzt sollte ich gerade sagen, jetzt wird er mir die 99-Dollar-Note rausgeben. Und dann werde ich die ganze Zeit diese... beim Wahrsagerautomaten spielen, oder? Oh, noch eine Pretty Fly. 2. Schön. Und 4 Begleiter. Also ich glaube, wir sind noch ein bisschen hier am Automaten. Wow, der hat Hunger. Unser Meatboy geht ganz schön schnell auf die Fliegen, aber auf andere Gegner... Ja, die sind zu groß. Die nächste Bombe kicken wir mal weg.
Außer es ist so eine Trololo-Verfolgungsbombe. Nein, wir lassen dich noch am... Ja! HP ab! Das wollte ich haben. Das wollte ich haben. Und ich lasse jeden von euch noch am Leben. Das wollte ich haben. Endlich. Ja. Komm, ich habe zu viele Schlüssel. Was? Ich habe gerade einen Schlüssel eingesetzt und es stand immer noch 99 da. Also wird es immer noch mitgezählt. Über 100 geht es noch weiter. Das ist ja mal cool und nice. Ha, mehr Fliegen. Viel zu viele Bomben. Und wieder ein paar Münzen. Yeah. Wir könnten nach dem Geheimraum suchen. Und das, glaube ich, werde ich auch machen. Und wir hätten hier auch noch Haufen Herzen gehabt. Was ist das? Blue Baby? Fate. Fate. Na, das weiß ich wirklich nicht, was das ist. Wir haben jetzt ein Eternal Heart, aber sagt mir nichts. Fate. Eisige hält die Fähigkeit zu fliegen und ein ewiges Herz. Ewiges? Heißt nicht Eternal Heart, also ein heiliges? Ah, jetzt fliegen wir eh schon, aber naja. Die Lust. Isaac versus die Lust. Da vergeht mir gleich die Lust. Da habe ich ja gar keine Lust mehr. Boah, du bist zu schnell. Lust! Du bist nicht lustig. Balls of Steel. Okay, dann gehe ich doch da rein. Noch mehr fliegen, toll. Hat mir nichts gebracht. Ja, wir gehen mal weiter. In der Hoffnung, dass wir keinen Boss finden. Aber wir machen so viel Schaden. Boah. Da hat wirklich keiner eine Chance, hier zu überleben. Nicht gegen uns. Noch mehr Geld. Mann, so viele Truhen. Rusted Key, nee. Und bevor wir zur Mom gehen, suchen wir einen Geheimraum. Einen Geheimraum. Kann ja sein, dass wir den Supergeheimraum auch noch finden und da ist noch ein Eternal Heart, dann haben wir gleich ein volles Herz. Ein Geheimraum. Und noch ein Automat, okay. Meinetwegen. Die 99-Dollar-Note. Genial. Raus. Warum ich die einfach so liegen lasse? Ich nehme zuerst mal die 13 Münzen her. 99 Schlüssel, 99 Münzen. Schön. Jetzt brauche ich noch 99 Bomben. Soll mir jemand das nachmachen alles? Alter, ich gebe immer mehr aus und was passiert? Ich krieg immer mehr. Zurück. Noch mehr, als ich überhaupt ausgebe. Das läuft jetzt eigentlich so perfekt, dass ich eigentlich in der Chest gehen müsste. Aber nein, ich kann nicht dahin. Ist das doof? Mann, die Schaufel jetzt noch bei im Himmel zu finden, das wäre jetzt genial. Irgendwie durch Zufall, durch irgendeinen Boss, durch irgendeinen Bettler. Dann hätten wir eigentlich... Dann wären wir in der Chest. Und dann hätten wir wirklich den größten Wahnsinn vor uns. Herr mit der Dollarnote.
Ja, mit dem Achievement, glaube ich. Nein. Aber jetzt können wir den Supergeheimraum finden. Und er kann an 1, 2, 3, 4, 5 Stellen sein. Höchstwahrscheinlich an... Nein, an 6. Da, oder? Ich weiß es nicht. Okay, der explodiert gleich. Child's Heart brauche ich nicht. Ein Soul Heart brauche ich. Komm, wir spielen jetzt auch so lange, bis er explodiert. Oder die Wahrsagekugel ausspuckt. Oder zu viele Soul Hearts ausspuckt. You will die alone, danke. Oder einfach explodiert. Toll, was machen wir jetzt mit so viel Geld? Geheimraum suchen. Super Geheimraum. Ja! Bitte! Ja! Noch ein volles Herz. Ich habe so viel Glück. Sagt, was ihr wollt. Ich habe wirklich viel Glück. Und wir sind immer noch in dieser Ebene. Wie doof ist das? Und es sind gleich 15 Minuten vorbei wieder. Lelelelele. Und ich will nicht in die zum Teufel wieder gehen. Der ist dann so schnell down. Ich will lieber zum Isaac gehen. Ja, Mom's Heart. Komm, kleiner Cube, Meatboy. Bleib gleich bei dem Herz stehen. Hat sowieso keiner Chance, also. Nein, bleib da stehen. Das explodierende Viech. Geh weg. Danke. Toll, jetzt haben wir 99 Münzen wieder. Eise. Oh Mann, bist du schlecht, Mom. Komm, komm in die zweite Phase. Und los geht's. Und wir können nur zum Teufel. Schade. Dann gehen wir zum Teufel. Scher dich doch zum Teufel. A quarter has appeared in the basement. Ja, weiter geht's. Ist mir egal, was du träumst. Wir killen Satan. Tch, noch mehr Münzen. Ich sammle einfach alles ein, was geht. Isaac vs. Greed. Doppelgreed. Das ist cool. Aua. Ah, da ist ja nochmal Greed da. Danke. Jetzt kommen Doppelgegner. Das ist auch cool. Auch neu für mich. Ihr habt doch eh keine Chance mehr gegen mich. Nicht mal der Teufel. Oh, ein Automat. Marry and reproduce. Werde ich irgendwann machen. Aber nicht jetzt. Wake up. Ich bin wach und spiele. Und habe Kopfschmerzen jetzt gerade bekommen. We will... Ach, ich weiß. Ich weiß. Lucky Toe? Nö. Lucky Toe. Flat Penny, na, Burnt Penny. Brauche ich jetzt auch nicht mehr. Bring him the photo. Leider haben wir es noch nicht. Und ich werde jetzt nicht spoilern, was auf dem Foto zu sehen ist. Nein. Schaut's bei anderen Videos. Bei Zombie, bei Emero, bei Honeyball, LP. Schaut bei anderen nach, nicht bei mir. Schreibt mir nicht in die Kommentare, was auf dem Foto zu sehen ist. Noch eine Karte? Auch die Karte. Gib die Karte her. Gib die. Ach, ich brauche nicht die Burn Penny. Stranged. Ja, ich brauche beides. Ach, nicht Burn Penny und Stranged, sondern Krebs und Strange. Ja, und jetzt nur noch Krebs? Danke. Geht doch.
noch ein Soul Heart. Yeah. Über die Leiste hinaus. Na, komm. Die Zecke brauchen wir jetzt eh nicht. Ich will den Teufel versuchen, einfach und schnell fertig zu machen. Und ich mach mal einen Cut. Und dann geht's mit dem Bosskampf von dem Teufel weiter. Also mit dieser Ebene und dann dem Bosskampf. Tschüss.